Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video und diesmal ich und mein Kaffeeautomat, also mein Vollautomat, hatte ich euch ja angekündigt. Ich wollte eigentlich auch ein Unboxing und ein Hardware-Video zu ihm machen. Konnte ich aber nicht, weil ich das Ding einfach nur schnell anbauen wollte. Das kam an dem Wochenende, wo Sascha hier zu Besuch war und deswegen zeige ich euch das jetzt mal so. Auch mit Einzelheiten, was ich jetzt gekauft habe und alle drum dran. Ich zeige euch erstmal, hier habe ich ihn jetzt stehen. Ich habe jetzt immer so eine Tasse drunter. Das ist halt, ich lasse die einfach an, wenn ich mir was gemacht habe. Und ich mache mal so, ist freundlicher. Lassen halt an, wenn ich mir jetzt eine Latte gemacht habe, zeige ich euch gleich. Und wenn die dann automatisch ausgeht, dann spült die. Und deswegen stelle ich immer halt das drunter, damit das schön gespült wird. Also dass es dann halt nicht hier unten drin kommt oder hier vielleicht rüberkommt oder so, wenn ich vergessen sollte, das auszuleeren. Wir haben hier oben den Wassertank. Den werde ich auch nochmal befüllen bis zum Maximum. Der geht sehr leicht rein und ganz simpel. Ich habe da so einen Tragegriff dran und hier ist der Wasserfilter, der war gleich mit bei und so ein Kaffeelöffel und damit schraube ich praktisch den Wasserfilter drin und wieder fest lose, wenn ich einen neuen Wasserfilter drin machen will. Und dann brauche ich das einfach nur hier oben reinheben, fertig und schon ist es drin. Das ist sehr, sehr simpel. Hier an der Seite haben wir das Mahlwerk drin. Das kann ich jetzt nicht abbauen hier, weil ich habe gerade ein bisschen vollgestellt. Hier ist der Milchbehälter. Der ist bei meiner nicht mit bei gewesen, habe ich extra gekauft. Ich habe mehr Geld ausgegeben für meine und dachte, Mensch, 605 Euro oder 609, was ich bezahlt habe, da ist alles inklusive und das war halt bei Amazon nicht so ersichtlich. Und dann im Nachhinein im ganz kleinen gedruckten Stande drinne. Hätte ich 590 bezahlt oder 95, hätte ich mit bei gehabt. Ja, jetzt habe ich 27 noch was bezahlt, um den jetzt zu haben. Ist der noch gut? Ist die Milch noch gut? Ich habe gestern nämlich keine Latte gemacht. Ja, ist noch gut. Und durch den Wetterumschwung hier geht mir meistens die Milch dann immer schnell kaputt. So. Dann haben wir hier den Milchschlauch. Den machen wir jetzt erstmal ab. So, dann haben wir hier den Tropfschutz. Da ist auch noch was drin. So. Mal schnell enttropft. So. Und wenn wir jetzt hier, ihr seht jetzt praktisch hier dieses, das ist der Auffangbehälter für das Kaffeepulver. Das ist die ganze Tropfschale. Hier haben wir dann nochmal einen Anschluss für den Milchschaumschlauch. Den können wir dann drin machen. Beim Spülen kommt der nämlich dann hier rein. Und hier haben wir dann so einen roten Bubbel, der kommt nach oben, wenn das Wasser steigt. Können wir auch abnehmen, das Silberne, zum Reinigen. Und das ganze Ding können wir auch abnehmen. So, dann haben wir, mal gucken, ob ich euch das vernünftig zeigen kann. So, dann haben wir hier oben zwei Kammern. Ich zeige euch auch gleich, welchen Kaffee ich in welcher Kammer habe und warum das so ist. Dann haben wir hier so ein Rädchen. Damit können wir das verstellen, können wir uns die Kammer aussuchen. So, dann haben wir hier noch ein Fach für Pulver. Da können wir auch Pulver reinmachen, also wir können auch mit Pulverkaffee machen. Und dann hier nochmal so ein Alugitter, so ein Wärmeabstrahlungsdingsbums, keine Ahnung. Jetzt machen wir das erstmal hier drin. Das geht ganz kinderleicht. Und dann können wir das nachher auch wieder abziehen. Ich stelle das erstmal hier so rauf. Und dann können wir das, also das Milchglas, also Milchbehälter, können wir dann in den Kühlschrank stellen ohne Probleme. Ich habe jetzt extra noch dazu gekauft, das kam jetzt, da wollte ich extra mal abwarten, die erste Reinigung wollte ich abwarten, bevor ich dieses Video mache. Und da habe ich mir einmal diesen Antikalk geholt für den Kaffeevollautomaten. Der kommt ins Wasser rein. Dann habe ich hier für einen Milchbehälter, dadurch wird dann der Milchschlauch gespült und die Milchdüsen.
Wir können das Ganze hier natürlich auch bei der Milchdüse abziehen und dann hier auch den Schlauch abmachen und das Ganze in den Geschirrspüler machen. Aber dadurch, dass der Geschirrspüler nicht in die ganz kleinen Rillen innen drin reinkommt, ist es dann halt ein bisschen doof und da kann immer was hängen bleiben. Deswegen empfehle ich euch da auch mit dieser Flüssigkeit den Milchschlauch nicht nur, sondern auch die Milchdüsen von Unrat zu befreien. Dann habe ich mir noch eine Perfect Clean, so eine Reinigungstablette für den Vollautomaten geholt. Also ist ein Viererpack ist das. Da sind jetzt noch drei drin. Ich werde mir nächsten Monat noch ein, zwei Packs davon bestellen, dass ich immer welche auf Vorrat habe. Ich werde mir auch die Flüssigkeit nochmal bestellen beim für Milchbehälter brauchte ich nur 50 Milliliter. Wir haben da hinten auch eine super Anleitung. Da braucht man keinen Messbecher, kein nichts. Und beim Wassertank reinigen, also entkalken sozusagen, da brauchte ich 125 Milliliter und da haben wir einen Strich. Also ich könnte es noch einmal machen, also brauche ich auch wieder neuen Vorrat, dass ich immer was da habe zum Reinigen. So, das werden wir mal schnell wieder in den Korb packen hier. Dann habe ich mir zusätzlich noch einen Wasserfilter geholt. Das ist dieser hier. Sieht man das so halbwegs, ja. Den habe ich mir auch für Sicherheit geholt. Sebastian meinte, der hat den gleichen Vollautomaten. Er braucht bei seinem einmal im halben Jahr neuen Wasserfilter, immer wenn es hier oben im Display angezeigt wird. Ich habe mir auf gut Glück jetzt einfach mal sicherheitshalber einen bestellt, dass er hier ist, dass wenn ich wechseln muss, jederzeit wechseln kann, weil ohne Kaffeeautomaten ist schwer. Dann habe ich mir auch extra Lattegläser geholt, dieses hatte ich schon. Dann habe ich mir noch dieses geholt, das habe ich noch in einer anderen Version mit Ich und Du. Zeige ich euch auch gleich. Und so ein klassisches Latteglas, die habe ich aus dem einfachen Grund hier, dass ich euch mal was zeigen kann. So, ich werde mal ranzoomen, dann seht ihr das. Die sind alle verschieden groß. Dieses ist aber sehr bauchig, deswegen ist das, wo am meisten reinpasst. Das hat mit den Profilen gut zu tun, da kann ich euch das dann nachher prima zeigen. Ich habe praktisch hier die Möglichkeit, vier Profile zu erstellen. Ich habe mich drin, ich habe meine Freundin drin und dann habe ich zu diesen vier Profilen auch noch die Standardversion von den Kaffeesorten. Auch noch so, dass ich die bestimmen kann, wie viel da rein soll. Und im normalen Standardprogramm habe ich es so eingestellt bei Latte, dass für dieses Glas genug drin ist. In meinem Profil und von meiner Frau habe ich das so gemacht, dass diese beiden Gläser sind, wobei wir unterschiedliche Profile haben. Ich habe 220 Milliliter Milch, also Milchschaum, sie auch. Bei mir sind es aber 120 Milliliter Kaffee noch zusätzlich und bei ihr nur 100 oder so. Sie mag halt nicht so viel Kaffee, sie mag da lieber viel Milchschaum. Und das kann man mit dem Gerät dann super machen, das werde ich euch auch gleich noch zeigen. Also müsst ihr wirklich aufpassen, wenn ihr glatte Gläser habt, nicht jedes glatte Glas ist gleich. Ja. Wir werden den jetzt erstmal anmachen, dafür mache ich den nochmal ab. So. So, jetzt habe ich mal eingeschalten. Ich werde mal gucken, dass ich euch hier noch so ein Stück rumhole, dann könnt ihr auch noch das Display sehen. So, und dann haben wir hier oben praktisch Espresso. Ich werde mal ranzoomen, dann könnt ihr euch das... Könnt ihr das besser sehen, ich werde das mal noch ein Stück runter machen. Wir haben auch Lichter, seht ihr ja. So, und da oben, da haben wir Espresso. Hier steht jetzt guten Tag, Gerät heizt auf. Espresso, Kaffee-Crema, der auch sehr lecker ist. Espresso habe ich getestet, Kaffee-Crema habe ich getestet, Cappuccino habe ich noch nicht getestet. Latte Macchiato. Hier haben wir dann nochmal warme Milch. Achso, seht ihr, jetzt kommt es nämlich. Der spült nämlich. Und das hatte ich vergessen. So, Gerät spült, steht auch da. Immer beim Anmachen, deswegen habe ich die Tasse grundsätzlich drunter. Mit dem LED-Licht sieht auch sehr schön aus. So, das war doch schon. Und die Taste hat jetzt zwei Bedeutungen. Jetzt seht ihr auch, dass es alles leuchtet. Jetzt ist er betriebsbereit. Wir können, wenn wir drücken oder gedrückt halten, zwei verschiedene Sachen machen. Einmal Milch, also heiße Milch oder Milchschaum. Also ohne irgendeinen Kaffee oder irgendwas dergleichen. Dann haben wir hier heißes Wasser und hier haben wir Mai. Das ist für meine Profile. Wenn ich da jetzt draufklicke, da steht einmal dann Odin da.
So, wenn ich dann nochmal drauf drücke, steht meine Frau da und dann kommen wir wieder zu den Standard. Das heißt, die Uhr steht da, kein Name, das ist das Standardprofil von der Maschine. Ich könnte jetzt noch weitere Profile einrichten, bis zu 4 Stück halt. Und dann haben wir hier unten noch eine Bohne, da können wir halt die Bohnenstärke, hier seht ihr 4 Bohnen abgebildet. So, da können wir dann die Bohnenstärke beeinflussen. 3 Bohnen, 2 Bohnen, 1 Bohne. Und ich mache mal wieder auf 4. Hier können wir dann so drücken, dann haben wir zweimal. Das heißt, der Kaffee kommt zweimal. Wir können 2 Tassen drunter stellen. Wir können 2 Tassen Latte Macchiato, Cappuccino oder was weiß ich was machen. So, dann drücken wir mal hier auf den Rotary Switch, das ist dieser Knopf, der auch beleuchtet ist, wenn wir da gedrückt halten, seht ihr, da kommen wir in die Einstellungen. Da können wir jetzt hier My Coffee, Pflege, Energiesparmodus, Uhrzeit, Auto off, Wasserhärte. Ich habe sehr, sehr hartes Wasser hier, ein Teststreifen war mit bei. Ich habe auch sehr hartes Wasser, Sprache habe ich Deutsch, Bezüge, System. Wenn wir darauf drücken, haben wir Werkseinstellungen. Ausdampfen, ja, da haben wir halt einiges. Auch bei Pflege haben wir dann hier zum Beispiel, so, haben wir Spülen, Easy Clean, Intensiv Clean, Reinigung, Entkalkung, Filter, das ist, wenn wir den Filter wechseln. Und das habe ich jetzt alles einmal schon gemacht. So, dann haben wir noch My Coffee. So, da haben wir dann hier Exit, Standard, das ist das Standardprofil von den Tasten. Dann haben wir Odin, da ist jetzt ein Haken, Maren ist ein Haken und 3 und 4 ist frei. Und wenn wir jetzt hier auf Odin gehen und dann können wir den Namen ändern, Aktivität, ja, interaktiv, so, da können wir da, da haben wir auf aktiv, wir können auch auf inaktiv stellen, interaktiv, inaktiv und aktiv, Mensch. So, und dann können wir hier zum, ich habe jetzt nur den Latte Macchiato verändert. Weil das ist das, was wir am meisten trinken. So, da habe ich bei Milchmenge 0, weil ich habe 0 Milch. So, Schaummenge 200. Achso, ich habe bei mir weniger Schaum, okay. Und bei Kaffeemenge habe ich auch 200. So, Exit, Exit. Und wenn ich jetzt hier auf meine Frau ihr Profil gehe und auf Latte Macchiato, da haben wir dann Schaummenge 220, sie hat halt 20 Milliliter mehr Schaum. Und Kaffeemenge sind wir bei 100. So, Exit. Und Exit, Odin, Latte Macchiato, Kaffeemenge und ich habe halt, wie gesagt, 140 Milliliter Kaffee. Oh, ich werde den Kaffee aber auch mal, ach nee, meiner ist eigentlich okay, auch mal auf 130 runtersetzen und den Schaum auf 220. So. Exit. So, und dann gehe ich hier einfach auf My, Odin. Nimm jetzt das Glas mit dem, wo am meisten reinpasst bei mir. Stell das hier drunter. Ja. Und dann drücke ich einfach, weil ich brauche keine 2, ich will nur 1, drücke ich einfach, hier steht Odin, Latte Macchiato. Jetzt Latte Macchiato, Gerät heizt auf. Jetzt müsste ich natürlich auch noch den Milchschaumbehälter anschließen. Und dann kann ich euch auch zeigen, warum bei meiner Frau halt ein bisschen weniger ist, weil sie macht halt immer noch Karamell mit rein oder Karamell und Schokoliebe. Eins von beiden oder, also meistens Karamell oder beide zusammen.
ist immer unterschiedlich. Und bei mir eher ganz normal. Ich suche noch das normale Nussaroma, aber das gibt's nicht mehr. Es gibt keinen Nusssirup mehr. Und ihr seht hier, so, und jetzt kommt der Kaffee mit 130 Milliliter. Gibt ein schönes Bild. Der Milchschaum ist auch richtig schön hart, schön kräftig. Das ist ein richtig cremiger Kaffee, Milchschaum. Oh, jetzt könnt ihr hier gleich sehen, wie sich das abzeichnet. Hier seht ihr auch auf dem Display. Der wird mit 3 Bohnen gemacht. Also mit der Stärke von 3 Bohnen. Ich zeige euch auch gleich den Kaffee und warum. Ich bin auch auf der richtigen Kammer. Ich mag da eher den Kaffee von meiner Frau, den sie sich da ausgesucht hatte. Und das ist so ein schönes Bild von einem Latte Macchiato, finde ich. Der Milchschaum ist schön hart. Das ist ein sehr schöner Latte. Da kann man oben Zucker drauf machen. Und wenn der Zucker dann runtergeht, wenn er genug Gewicht hat, wenn genug Zucker drauf ist, kommt da oben an der Seite, kommt der Schaum hoch und der Zucker sinkt runter, weil der Milchschaum so kräftig ist. So. Jetzt muss ich erstmal die Kamera noch ein bisschen wegstellen. Jetzt zeige ich euch mal. Also ich habe am Anfang habe ich bestellt, diesen Kaffee habe ich dann gleich mitbestellt. Weil Bella Crema, haben sie alle gesagt, soll ich unbedingt nehmen. Aber der hat die Stärke 3,5. Zwischen 3 und 4. Also Espresso ist geil. Kaffee Crema ist auch gut damit. Latte Macchiato ist er mir zu hart. Also zu herb. Meine Frau hat den gefunden und den geholt. Der ist auf der Stärke 2. Da ist auch das Latteglas abgebildet. Der macht für Latte Macchiato den idealen Geschmack. Der ist richtig, richtig lecker. Das ist Bella Crema Spezial. Der ist richtig genial, der ist richtig lecker und für Latte Macchiato direkt ausgelegt. Dann hatten wir noch, weil es im Angebot war, Bella Crema mit einer Stärke von 3. Da habe ich noch 2 Tüten von da. Den haben wir noch nicht getestet, weil wir erstmal den starken alle machen wollen. Also die Milch, die Kammermusik alle machen, weil ich habe jetzt noch nicht so viel Espresso davon getrunken. So, und jetzt seht ihr nicht, aber auf dem Display steht Easy Clean. Mal so machen, dass ihr das seht. Da steht Easy Clean. Jetzt nehme ich das einfach ab. Steckt das hier unten rein. Da kann immer mal ein bisschen Milch rauskommen. Das ist kein Problem. Stell die Tasse runter. Sag okay. Da sagt er auch nochmal, dass es angeschlossen sein soll da unten. Ja, das ist es. Und ja, dann spült er das einmal so schön kräftig durch. Bitte warten. Und dann ist das eigentlich soweit auch erledigt. So, das soll es auch zu meinem Kaffeeautomaten gewesen sein. Das ist der Caffeo CI von Melitta. Die haben schon einen neuen und ich bin echt am überlegen, ob ich mir das jetzt spare und mir Ende des Jahres die neue Version gönne. Die hat dann 25 verschiedene Kaffeesorten drin, die schon vorprogrammiert sind, also hat ein größeres Display. Und da sind, man hat auch oben wieder die ganzen Kaffeesorten, also Espresso, Kaffee Crema, Cappuccino, Latte Macchiato und Milchschaum, Milch, Wasser und Mai. Und man hat auch wieder die 4 Profile. Aber zusätzlich auf dem Display kann man dann noch ein Americano, was ein Espresso mit zusätzlich Wasser ist oder so. Das könnte man jetzt einstellen und könnte man sich natürlich auch ein Americano wählen. Auch wieder diese Funktion mit zweimal machen ist mit bei. Und da bin ich jetzt sehr heiß drauf auf das neue Gerät von Melitta. Da bin ich jetzt gerade am überlegen, ob ich mir das zusammenspare. Kostet natürlich irgendwie mal ordentlich Geld. Aber ich muss sagen, seit ich den habe, meine Kaffeemaschine, ich hatte vorher eine normale Kaffeemaschine, die habe ich jetzt komplett weggestellt. Ich trinke nur noch aus meinem Vollautomaten und ich möchte sowas echt nicht mehr müssen. Ich kann auch gar nicht mehr ohne. Ich habe letztens nochmal einen richtigen Kaffee mehr gemacht, habe die Kaffeemaschine mal rausgeholt, habe eine Kanne gemacht, weil ich jetzt mal gucken wollte und jetzt den Vollautomaten nicht extra wegen einer Latte anschmeißen wollte oder jedes Mal eine Kaffeetasse machen wollte. Nee, ist nicht mehr mein Ding. Kommt an gemahlene Bohnen, kommt das Kaffeepulver einfach nicht ran. Der Geschmack ist kräftig, der ist lecker, das ist einfach
Genuss pur. So, das soll es jetzt auch so gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen oben da. Ich würde mich freuen. Wenn ihr noch Fragen habt, postet es unten in die Videobeschreibung. Ich werde euch auf jeden Fall die Pflegeprodukte und den Kaffeevollautomaten unten in die Videobeschreibung verlinken. Dann könnt ihr euch das mal alle angucken. Ich bin dann erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.